Der Leopard 2A6 gehört zu den modernsten Kampfpanzern der Welt. Eine hohe Feuerkraft, gute Beweglichkeit und starke Panzerung zeichnen den Leopard 2 aus. Als präziser und effizientester Panzer ist er heutzutage in der gesamten NATO und anderen Ländern sehr gefragt. Beim Leopard 2A5 wurden ab 1999 zusätzliche Waffenanlagen verbaut und im Jahr 2001 kam der Leopard 2A6 zum Einsatz und gewann seit jeher an Popularität in der ganzen Welt. Der Leopard 3 ist mittlerweile in der Entwicklungsphase. Die Besatzung dieses Panzers besteht bei vielen westlichen Kampfpanzern aus 4 Besatzungsmitgliedern: dem Fahrer, dem Richtschützen, dem Ladeschützen und dem Kommandanten. Dieser Stahlkoloss wiegt um die 60 Tonnen, besitzt eine Motorleistung von 1500 PS, was ihn mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 68 km/h schnellen lässt und kann eine Strecke von bis zu 550 km zurücklegen. Ausgestattet ist diese Raubkatze mit einer 120 mm Glattrohrkanone, welches mit einem integrierten Laserentfernungsmesser und Wärmebildgerät bestückt ist. Damit kann der Leopard 2A6 ohne Probleme bei Nachtgefechten agieren. Die Sekundärbewaffnung beinhaltet mehrere Rohrparallelen Maschinengewehre. Neben einem MG3 Maschinengewehr ist ein zusätzliches 20mm Maschinengewehr zur Flugabwehr verbaut. Außerdem kann der Leopard durch eine Mehrfachwurfanlage zum Selbstschutz Nebelwurfkörper verschießen. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Heute habe ich euch den Leopard 2A5 in der TVM-Version von Kobi mitgebracht. Mit einer Teileanzahl von 945 Einzelteilen und einer UVP von 59,99, 60 Euro. Wir schauen uns das Ganze mal an. Der aktuellste Leopard ist ja der Leopard 2A6 jetzt momentan. Die nächste Entwicklungsstufe wäre, glaube ich, dann der Leopard 3 dann. Und genau, diese TVM-Version, soweit ich das jetzt verstanden habe, bei der Suche, Recherche, ist es so ein Prototyp für alle technischen Tüfteleien, technischen Innovationen, die man beim Leopard 2 halt einführen möchte oder sowas in der Art. So habe ich zumindest mal verstanden, dass es halt sowas, so eine Art von Prototyp gibt. Gehen wir dann jetzt mal rein in das ganze Ding. Dann schauen wir uns jetzt erstmal die Frontansicht von dem Modell hier an. Also vorab auf jeden Fall ist es wieder ein sehr, sehr amüsanter Bau gewesen, auch sehr zäher Bau. Man fängt halt wieder mit der Wanne an, so nennt man den unteren Teil vom Panzer. Man fängt mit der Wanne an, mit dem Bau der Wanne, baut dann da baut das Ganze wie zu einem massiven Klotz halt zusammen. Also deswegen ist auch wie beim Abrams auch sehr stabil. Den kann man also auch hier locker hochheben und alles. Der fällt überhaupt nichts ab. Tja. Wunderbar. Also das Einzige, was abfallen könnte, wären halt vielleicht diese äußeren Granatwerferteile. Die hier. Das wären die einzigen, die da rausfliegen könnten, abfallen könnten. Das war auch eine ziemliche eine Fummelarbeit, die da so dran zu bringen. Die sind auch jetzt nicht so wirklich akkurat wie auf dem Bild, denke ich. Nee, nicht ganz so.
Egal, das passt schon so. So, gehen wir jetzt erstmal, wie gesagt, auf die Frontansicht. Gucken wir erstmal, was da vorne alles zu finden ist. Zu finden haben wir jetzt zwei Scheinwerfer vorne. Das sind jetzt, soweit ich gesehen habe, keine Glow in the Dark Scheinwerfer. So wie beim Abrams, nee, eigentlich nicht. Nee, es sind keine. Dann passt es auch, weil beim Abrams war zwar nett, aber so wirklich geleuchtet haben die da eigentlich dann nicht. Wir haben zwei Scheinwerfer hier vorne, dann haben wir zwei Blinker, denn manchmal sieht man ja auch Bundeswehrfahrzeuge. Also übrigens der Leopard 2, Leopard 2 für alle, die es halt aus irgendeinem Grund nicht wissen sollten. Dieser Panzer hier wird noch, wird aktuell natürlich in der Bundeswehr im Einsatz zu finden sein. Genau, es gehört einer zu den modernsten Kampfpanzern der Welt. Genau, so viel noch kurz dazu. Da haben wir jetzt noch, wie gesagt, die zwei Blinker, weil die Panzer sieht man ja manchmal auf den Autobahnen oder halt sonst wo fahren. Deswegen, dass sie halt einigermaßen für deutsche Straßenverkehrssystem geeignet sind, gibt es da halt noch hier, und damit halt alles ein bisschen sicherer dann auch läuft, wenn die da unterwegs sind. Haben die natürlich dann auch, wie bei jedem Auto, dann Blinker, zwei Blinker drauf. Dann haben wir hier noch zwei Außenspiegel, soweit ich das beurteilen kann. Zwei Außenspiegel, schon eigentlich nett, das haben wir jetzt beim Abrams überhaupt nicht gesehen, das hat eigentlich nur der Leopard 2 hier. Also, da merkt man die deutsche Sicherheit halt schon sehr. Dann haben wir hier vorne natürlich unsere 120mm Glattrockkanone. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu dieser Seitenansicht hier. Wir sehen dann hier eben diese Granatwerfer, Nebelgranatwerfer oder wie die nochmal heißen. Wie gesagt, das war eine ganze Fummelarbeit, die da dran zu stecken erstmal. Wenn die drauf sind, dann halten die auch einigermaßen, aber wie gesagt, das sind die einzigen Teile, die wenn dann runterfallen könnten. Jetzt sehe ich gerade. Oh, jetzt sehe ich gerade, da habe ich ja einen Teil jetzt schon verloren. Mist. Nee, egal, irgendwo findet sich bestimmt dann mal. Mit dem Staubsauger. Dann haben wir, genau, hier haben wir das Bundeswehr-Logo, Bundeswehr-Zeichen. Alles Prints natürlich, keine Sticker sind drauf. Sieht also sehr schön aus, sehr gut gemacht. Bei einigen Prints ist es so, dass die jetzt nicht so richtig 100% akkurat drauf gestempelt sind, sondern die weichen halt, sind halt ein bisschen so minimal, so um 5% Neigung sind die schräg, aber ja, das kann man, denke ich mal, so auch akzeptieren. Besser, immerhin 1000-mal trotzdem besser als Sticker, deswegen wir lassen das so mal gelten. Beim Leopard 2 generell finde ich auch, der hat so eine einzigartige Silhouette, einzigartige Form. Eben hier der hintere Teil, dass er hier steil nach oben geht, und vor allem wenn er sich dann halt komplett hier so dreht, dann ragt der hintere Teil vom Turm halt auch sehr auffällig nach außen. Sieht erstmal komisch aus, aber ich finde es schon irgendwie echt cool, muss ich sagen. Also da macht er schon, finde ich, Konkurrenz zum Abrams, rein optisch betrachtet jetzt. Also da hat er mir schon wirklich gefallen. So, dann kommen wir mal zur Rückseite. Natürlich auch Rückleuchten. Ne? Wir erinnern uns ans deutsche Straßenverkehrssystem, Sicherheit und alles drum und dran. Rückleuchten, also der hat sogar auch, wenn er rückwärts fährt, hat er auch, also, ja, Rückleuchten halt. Aber die roten sind halt diese, ja. Mist, ich weiß gar nicht mehr, wie die nochmal heißen, egal. Dann haben wir hier noch solche zwei Schläuche. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, für was die eigentlich sind. Gab es irgendwie keine wirkliche Information dazu? Vielleicht weiß einer von euch das? Vielleicht jemand, der auch da, keine Ahnung, in der Panzerbataillon oder so tätig ist? Genau, für was die Schläuche eigentlich dabei da hinten sind. Vielleicht hat jemand mal so einen Prototypen dann in echt gesehen und weiß da vielleicht ein bisschen mehr davon was. Wäre mal interessant zu wissen. Und beziehungsweise in dem Sinne dann auch wäre es interessant zu wissen, was jetzt genau diese TVM-Version dann tatsächlich ist. Nicht, dass ich was Falsches gesagt habe. Genau. Das war's. Auch jetzt rein von der Rückansicht hier hinten. Ist alles spiegelverkehrt. Wir haben auch an der Seite haben wir hier ein Kennzeichen. Auch ein wichtiges Detail natürlich.
Dann gucken wir uns jetzt die Oberseite des Ganzen an. Wir haben dann hier zwei Klappen, hier und hier. Die können wir einmal öffnen, wo wir dann jeweils eine Person reinsetzen können. Da muss man eher entweder eine Lego-Figur ohne Beine dann reinsetzen, wenn man so eine Lego-Figur reinsetzen möchte. Oder ja, mit Beinen wird dann halt eben noch ein bisschen vom Oberkörper halt natürlich, also wird dann halt der ganze Oberkörper mit ein bisschen von den Beinen dann halt rausragen. Das deutet auch darauf hin, dass es jetzt nicht unbedingt so ein wirkliches Spielmodell ist, auch wenn es zum 1 zu 35 Maßstab gehalten ist. Ah ja, da haben sie dann halt den Teil vom Cockpit haben die ein bisschen dichter gebaut. Also nicht sehr figurenfreundlich, sag mal. Aber ich sag mal so, das passt auch so, wenn man mit Beinen rein tut. Ich kann mal kurz mal eine Figur holen, oder hier. Nehmen wir einfach mal die Figur hier, den TIE Fighter Piloten. Können wir das Ganze gleich mal schon sehen. Ich hoffe, ihr seht hier. Also mit Beine. Ja. Mit Beine wäre es dann so, ja, wie schon vermutet, der Oberkörper mit ein bisschen von den Beinen, von der Taille halt, sieht man schon. Guckt halt etwas raus, sieht. Naja, es sieht schon ein bisschen scheiße aus. Das kann man so nicht machen. Das ist auf jeden Fall nicht möglich. Wie wäre es so? Das ist auch scheiße. Also wenn, dann muss man halt eben so ein 2x1er Brick reinstellen. Vielleicht auch nur so eine ganz normale 2x1er Plate rein. Und dann könnte man den hier so halt ohne die Beine dann hier rein packen. Und dann hat das Ganze auch schon eine andere Perspektive des Ganzen. Also da ist dann eindeutig klar, dieser Panzer ist eigentlich nicht als Spielset gedacht. Nichtsdestotrotz, 1 zu 35 Maßstab. Abrams hat auch 1 zu 35 Maßstab, da hast du auch Minifiguren dabei gewesen. Man kann alles zu einem Spielset machen, wenn man möchte. Also beim normalen Leopard 2 A6 zum Beispiel, jetzt den aktuellen, der hat dann hier halt noch eigentlich dann noch so ein Maschinengewehr noch mit drin. Hier ist es jetzt nicht mit dabei. Ich glaube, der hat es dann auch, die TVM-Version hat es gar nicht. Ja. Also das im Großen und Ganzen. Wir haben dann hier noch an den Seiten, können wir hier diese Seitenschwellen, glaube ich, heißen die, nennt man die, aufklappen, damit wir hier dann Zugang zum zum Kettenglied hier haben, zum Kettenrad und alles. Falls mal ein Defekt da passieren sollte, dann kann man es eben hier aufklappen und dann reparieren, wenn möglich. Das ist schon cool, dass man das hier aufmachen kann. War beim Abrams ja nicht der Fall. Beim Abrams setzt man die Platten halt so komplett drauf. Dann, was ich noch ganz cool finde, ist natürlich, wie beim Abrams auch, können wir hier hinten einmal den Motorraum öffnen und dann haben wir hier einmal einen Einblick in den Motor des Leopard 2. Die Rotmarkierungen, weiß nicht, für was die dastehen sollen. Dann haben wir halt hier noch solche zwei, einfach hier der ganze Motorraum, einfach hier der ganze Motorblock, haben wir einfach hier zu sehen. Schon riesig eigentlich, echt, also das macht ja auch, wie gesagt, den ganzen hinteren Teil hier am Arsch hier komplett aus. Nicht schlecht. Also der hat da auch natürlich dann auch seine Power, ne? Ansonsten können wir uns noch die Unterseite vom Panzer auch gucken. Wieder haben wir, also hier werden die Unterseite mit solchen Abdeckungen zusammengehalten, zusammengeklemmt. Und dann haben wir hier wieder die Kettenglieder. Und die Kettenglieder sind halt wieder noch mal dasselbe Thema wie beim Abrams. Sind halt jetzt eindeutig das Qualitätsmangel bei Kobi jetzt momentan. Das sind halt einfach die Räder hier. Diese Räder, die sind halt vom Umfang her einfach zu groß und diese Gummiteile, die man dann da drüber stülpt, das ist halt echt eine schmerzhafte Aufgabe. Und das macht man halt 14 Mal und da tun halt die Finger dann am Ende auch wirklich übelst weh. Und weil das sind halt alles auch scharfe Kanten. Es geht auch echt schwer, dann zieht man auch echt schwer über. Und ja, da muss man echt, da muss Kobi dann auch das Ganze auch sich da wieder ein bisschen bessern, den Fehler beheben bei den nächsten Panzern, die dann rauskommen werden. Den Merkava
Werde ich mir anschauen, werde ich auch noch besorgen und mir anschauen. Ja. Aber das ist halt wirklich so ein typisches, also so ein aktuelles Qualitätsmerkmal von Hobby, wo auch viele Nutzer sich beschweren und sich auch wundern, weil eigentlich war man es gewohnt, dass die Kettenglieder wunderbar auf einer Oberfläche einfach sich drehen. Bei einigen Rädern ist es auch so, wenn man die dran setzt, dann drehen die sich ganz normal wunderbar. Also wenn man zum Beispiel bei, ich glaube, der linken Seite war das. Ja, linke Seite hier. Hier vorne, hier dreht sich's wirklich optimal. Aber dann gibt es viele Räder, zum Beispiel jetzt vor allem auf der rechten Seite, die halt echt schwergängig dann sich drehen. Und deswegen kommt auch, fahren auch die Panzer, die Kettenglieder auch nicht so, rollen auch die Kettenglieder nicht so wirklich. Das, ja, ist ein typisches Problem jetzt momentan bei den Panzern. Entweder hat man Glück und wie bei irgendwie anderen Review-Videos und der Panzer rollt wie er soll, oder man hat halt das Pech wie viele andere und ja, ist halt eher dann mehr nur so statisch dann. Naja, so alles in allem muss ich sagen, gefällt mir der Panzer sehr. Wir gehen jetzt aber noch kurz mal die Maße noch durch für diejenigen, die es jetzt nicht als Spielset haben möchten, sondern als einfaches Modell zum Aufstellen. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine Länge von 29 cm, eine Höhe von 12 cm und eine Breite von ebenfalls 12 cm, falls man es wissen möchte. Ja, so viel mal dazu. Mir gefällt der Panzer, wie gesagt, sehr. Geprintete Teile. Viele Einzelteile, auch für den Preis, sehr gut. Man hat einen langen Bauspaß von, ich habe 3 Stunden insgesamt gebraucht. Also, da kann man echt nicht viel falsch machen. Wie gesagt, wenn, wie gesagt, UVP ist ja nur 60 Euro. Man bekommt den Panzer auch für 50, 45 Euro, 40 Euro. Also eher so um 45, 50 Euro. Für den Preis bekommt man den Panzer. Das, für das sage ich mal, das lohnt sich schon. Also, für alle Panzerliebhaber, greift ruhig zu. Anzumerken wäre allerdings auch noch als negativ, oder halt nicht als Negativpunkt, aber als Auffälligkeit. Der Turm, der dreht sich nicht so flüssig wie beim Abrams, was halt so ein richtig befriedigendes Gefühl gibt. Sondern hier hängt es halt manchmal so, hier hakt es manchmal irgendwie an einer bestimmten Stelle, immer hier hinten irgendwo. Ich konnte es nur nicht wirklich lokalisieren, an was es genau liegt. Weil hier sehe ich eigentlich nicht wirklich was. Vielleicht kann es auch wegen den Rohren sein. Naja. Aber zumindest rattert es nicht, zumindest quietscht es nicht und das finde ich gut. Wiederum gut. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Letztens habe ich den Imperial Hover Tank vorgestellt, beziehungsweise danach dann den AT-ST. Und wenn ihr das Video zum Kobe Abrams sehen wollt, dann habe ich es euch noch in der Infobox verlinkt. Und genau. In diesem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und das nächste Video wird dann der AT-AT sein. Der hat schöne Kindheitserinnerungen in mir geweckt. Und das schauen wir uns dann mal das nächste Mal an. Vielen Dank nochmal und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.